Das ist nicht gut sein. Scheiße. Hier vorbei, Tosni. Ja, deswegen. Das habe ich auch schon so festgestellt. Wo? Ah, ne, hier, Wims, hier geht's noch weiter. Alter, ich dachte schon, ich krieg falsch Schaden. Ah, ne, hier ist auch vorbei, scheiße. Einfach mal über den Willensee drüber. Ich war unten noch nicht durch, weißt du, wo ich das zuerst gesagt habe, ich gehe da lang. Oh, ein Creeper, hi. Hi. Was geht ab? Was, Beinhard? Bist du da oben lang gegangen, Wims? Ja, ich kämpfe gegen Creeper. Ach, der Gang, ja, gut. Du machst das, sagst du? Das war's mit dem Creeper. Sehr gut. Das war der Creeper, den ich gesehen hatte und deswegen hatte ich dazu gemacht. Creeper sind nur gefährlich, weil wenn sie sich anschleichen und assi sind, dann sind die wirklich gefährlich. Aber ansonsten gehen die eigentlich, klar. Lol. Sehr gut. Gar keine Fackelverschwendung, nein. Okay, hier sieht es eigentlich auch erstmal relativ gut aus. Bestimmt fickt mich jetzt ein Creeper richtig hart. Boom. Ich hab's schon wieder Fackelverschwendung. Ah, hey, was ist das für eine Höhle, Alter? Boah. Ich dachte, hier kommen wir im Minensystem oder so. Und jetzt vorbei. Nee, doch nicht, es geht noch weiter. Wie führt diese Höhle? Ah, das würde ich jetzt auch gerne mal. Alter. Die Höhle will mich verführen, glaube ich. Oh ja. Sie will dich verführen, böse Dinge zu tun. Oh ja. Soll ich die Tossi mit dem Schwert schlagen? Oh ja. Oh, lol. Hier ist ein vorbei, oder? Nee, da oben geht's, glaube ich, weiter. Warte mal kurz. Dann grab dich mal da durch. Dann grip dich mal da durch. Ich dachte, mir fällt Graviel auf den Kopf. Das wäre ziemlich lustig gewesen. Alter. Aber hier oben ist, glaube ich, nichts mehr. Ah, ich habe keine Schaufel mehr. Nee, dann hauen sie per Hand mal durch. Dann gehen wir mal wieder runter. Das bringt ja sowieso nichts, da haben wir weiter Eiern. Genau, du hast recht. Höhe 43 sind wir hier gerade. Das ist relativ weit oben. Wir sollten gucken, dass wir eine Mine finden. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Wir finden einfach keine, ohne Witz. Aber wenigstens das Bildmaterial ganz spannend. Oh ja. Also immerhin etwas, ne? Das stimmt allerdings, ja. Also bis jetzt war es ja sehr, sehr spannend. Und ich habe mich mittlerweile angeglichen an euch. Also alle auf dem gleichen Niveau, hammer geil. Captain Niveau, wir sinken. Captain Nehmen, wir sinken ebenfalls. Und Captain Iglo, wir sinken auch. Oh nee, Captain Iglo darf nicht sinken. Ansonsten keine Fischstäbchen mehr da. Das wäre nicht so schön. Ah, hier geht's weiter. Warte mal durch. Oder waren wir hier schon? Keine Ahnung. Ja, alles ein bisschen unsafe aus. Ach, hier sind wir noch nicht gewesen. Nein, doch. Gut, super. Doch. Geil. Okay. Also. Ja, weit in die Richtung. In die Richtung des Löwen. Von unten kamen wir, wa? Ja. Hier war, wo die ganzen Zombies runtergefallen sind. Yep. Und wo gehen wir jetzt? Ich darf nicht denken. Wir haben die Höhle erkundet. Hammer ungeil. Okay. Gibt es wirklich Höhlen, die kein Ende haben? Also die wirklich ein Ende haben? Also die. Also hier waren wir waren überall. Lass mal runter nochmal gehen. Vielleicht finden wir da nochmal was. Ich dachte, wir finden jetzt ein Minensystem oder so, weil wir sind unterm Dorf und alles. Aber das ist ätzend. Oh. Ach, da ist der Weg, wo wir herkommen. Das ist bestimmt das einzige Dorf, was keine Mine unter sich hat, ey. Ich sag's. Dorf, du! Scheiß Dorf! Dorf. Mach mal hier kurz Dings an, hier, sagst du. Was denn? Mann, wie heißt das nochmal hier? Geld. Nee, wo man die ganzen Höhlen sehen kann. X-Ray, genau. Ach so, klar. Okay, in die Richtung ist noch eine Höhle. Eine ziemlich große. Okay. Warte mal. Ja, okay. Warte mal. Siehst du irgendwo ein Minensystem? Ich bin ein Kreisel! So, ich hab mich verlaufen. Warte mal, lass uns den Minentanz machen. Minentanz, Minentanz, wir brauchen ein Minentanz, 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 Minentanz. Okay. Oh, eine Mine! Yay! Alter, wie Puppel in seinem Zimmer rumbrüllt, ist auch der Hammer. Warum? Was macht der gerade? Weiß ich nicht. Aber der brüllt richtig rum. Gehen Sie mal Abstand. Bestimmt rage der noch wegen meiner Aktion. Das war aber auch schon geil. Das war ja auch schon. Wir waren überall schon. Wir waren überall. Dick was phrasen, sagst du?
Sag mal, hast du eigentlich noch Holz bei? Weil mir gehen die Fackeln langsam aus. Ich habe noch 33 Stickies habe ich dabei. Oh, sehr schön. Aber brauche ich erstmal nicht. Ach, da habe ich ja noch. Müsste man wieder nach oben gehen, würde ich sagen. Das wäre vielleicht adäquat. Ja, das könnten wir durchaus machen. Du brauchst ja eine so intelligent tun. Okay, erstmal wieder nach oben gehen. Das wäre super. Lol. Hier waren wir noch nicht. Lol. Du hast recht. Oder? Doch, 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 doch. Hier waren wir schon. Mach, Leute. Ah, das war dieser sinnlose Raum, ja, hier, wa? Aber hier geht's nach Hause. Sinnloser Raum. Achtung, oder? Sinnloser. Geht's hier nach Hause? Keine Ahnung. Ich verlaufe mich in diesen Höhlen so ständig. Warte mal, hier, mal, hier hoch vielleicht? Müssen wir nicht runter? Nee, wir mussten da runter. Nee, wir mussten hier lang flossen. Hier lang. Echt? Weiß noch, hier sind wir runtergegangen, glaube ich. Nee, doch. Hier sind wir hochgegangen. Mal kurz. Aber jetzt in die Richtung oder in die Richtung? Aber hier runter, oder? Hier. Weiß ich nicht. Nee, da auf jeden Fall nicht. Nee. Weil Thorsten könnte sein. Nee, ich weiß nicht. Ah, Lavabecken. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Hallo. Ich glaube, hier lang. Lol. Sicher? Hey. Echt hier lang? Da lang? Nee, ich dachte eigentlich nach unten. Nach unten? Nee, es war hier. Thorsten, hier. Das war hier? Juhu. Ja, das war hier. Das war hier. Höhlenwandern mit Wilms Racing. Oh, wie soll ich da falsch schauen? Wandernde Höhlen mit Wilms Racing? Ja. Wandern Höhlen. Hier raus, na dann los, Wilms, dann schwimm mal. Ich komm nicht raus, ey. Nee, warte mal, hier hoch schwimmen war doch falsch. Hier lang, Kassi. Ach, da lang. Schwimmende Höhlen mit Wilms Racing. Buchen Sie auch Reise ohne Wiederkehr, ey. bei Tostis Baugesellschaft. Oh ja. Auch Flüge jetzt neu. Oh ja. Man kann ja auch, ne, reisen auf den, also die wollen doch hier irgendwie 2025 den Mars besiedeln. Na, und da kann man sich auch ein Ticket buchen und das ist einfach mal ohne Rückflug, ne? Ja, ist doch super. Ich hab mich gerade verlaufen. Ich was? So. Es geht nur Treppe hoch. ich bin runtergelaufen, ups. Ey, sowas hätte ich gerne, ne? Mars ohne Rückflug, Alter. Ja, na, die bauen sich dann da so alles auf und so, und dann, aber da gibt's doch schon über 10.000 Bewerber, ey. Ich will auch. Wann ist es über 100.000? Ich will auch. 100.000 kann wenn ihr wollt, dass ich auch da hier... Dann spendet doch mal ein bisschen an Danny. Dann spendet mir mal bitte ein paar Millionen Euro. Dankeschön. Und zwar, worauf, an Danny, Danny Puff Company. Nein, und zwar an Tosny, und der spendet an mich. An Tosny Baugesellschaft, oder? Tosnys Bauunternehmen. Sehr, sehr gefreut, mit Ihnen Bekanntschaft zu nehmen. Wilms, wo bist du eigentlich hin? Ich bin hier draußen. Weil es ein Bauunternehmen ist, heißt es nicht, dass es Bekanntheit nehmen heißt. Ich hau gerade jetzt auf Bäume auf. Ich falle in den Brunnen. Hui. Lol, wie tief der ist. Lolololololololol. Ich komme nicht mehr raus, verdammt. Nein. Scheiße. Warte, ich komme nicht mehr raus. Warte mal, das kriege ich dann doch. Ah, ich bin wieder raus. Alter, wie tief ist denn der Brunnen, ey? Ach, schade. Ich dachte, Tosny stirbt jetzt. Der ist mega tief, ey. Mal reinspringen. Lol. Siehst du, habe ich ja gesagt. Das ist wirklich mega tief. Der ist richtig tief, ey. Der ist ja voll negativ, der Brunnen. Negativ? Ja, Wilms ist immer negativ eingestellt zu alles und jedem. Vielleicht, wir haben auch gar nicht überlegt, vielleicht verkaufen die ja Melonen, die Dorfbewohner. Ja, aber wir haben keinen Smaragd, oder? Doch. Ja, aber den können wir nicht beibringen. Genau. Der verkauft Weizen. Außerdem muss ja nicht sein, dass es gegen Smaragde tauschen. Die tauschen gegen alles. Gegen alles. Und noch viel mehr will ich tauschen, wenn ich der Herr von Wilms Racing. Gegen alles und noch viel mehr werde ich streiken, Mann. Streiken? Boah, der verkauft eine Eisenhacke, geil. Wow. Endlich. Hab ich schon mal gesucht. Brauchen, ne? Ja. Oh, mein Mikro geht wieder kaputt. Oh, mein Mikro geht wieder kaputt. Jetzt geht wieder los, Danny, ey. Oh, ich muss mal wieder was phrasen. Meine Fresse, ey. Aber ich hab 21 Bücher bei. 21 Bücher, oh. Schön, schön. Da können wir ein paar Bücherregale basteln und dann schön verzaubern. Ja, aber das Problem ist, dass wir halt noch... Oh, Kartoffeln. Brauchen wir nicht, oder? Lohn haben. Brauchen wir Kartoffeln, ne, wa? Nee. Ja. Aber die wachsen schön schnell, da können wir uns ernähren. Ach, fuck auf ernähren. Ja. Eisenhacken-Typ, Weizen-Typ, Bimmi. Ich nehme mal ein paar Kartoffeln mit. So. Mit dem Player, Boy.
Hat jeder gern Sex. Sex. Und der Danny weiß das. Deswegen nimmt er ihn immer mit in seinen schönen Kindergarten. Wo die kleinen Kinder sich fragen. Wo die kleinen Kinder warten. Auf den Playerboy, yeah. Und er weiß das. Powerboy, ja. Ich hab eigentlich keinen Bock, da mal zu bauen. Erstmal in Richtung Hause laufen, oder? Ja. Oder was machen wir jetzt? Ja, ich würde sagen, wir laufen erstmal zurück und laufen dann mal in die andere Richtung. Ah, dann warten wir bis es wieder hell wird. Ich hatte gerade voll den Lag. Geht's jetzt gerade dunkel, oder was? Ja, es geht gerade dunkel. Scheiße. Warte, ich beobachte der Sonne. So, ich werde jetzt noch ein bisschen trinken. Wegen der Berg. Sind der Sonne nicht. Wo ist die endlich Sonne in meinem Kiez. Der Danny hat auf einmal die Kinder lieb. Kleiner Danny, der musste sein. Was ist los? Ich glaube, Dannys Mikro ist wieder kaputt gegangen. Mann, ey, Danny, das kann man aber auch auf jeden Text machen, ey. Das tut mir leid. An die Zuschauer, die können ja mal einen Song draus machen. Nein. Von Dannys Kinderpo. Genau. Der Song heißt dann Danny und seine Kiddies oder so. Irgendwie so in der Art. Who's your Danny? Der Song heißt Who's your Danny? Und Kids. Oh Gott, die geht's in die Höhle. Ah, sehr gut. Na dann, krabbeln runter, Wärms. Das ist ein Stück weg. Ultimative Itemverwirrung. Wie war das nochmal mit dem Suchen? Apfel. Windows 92, XP 3, 4, 5. Okay, Windows D war schon mal nicht. Windows. Welche Taste musst du mal nochmal drücken, um das Suchfenster zu öffnen? Windows. Dass ich nicht wissen. Oh. Ja, das ist die gleiche Höhle von eben gerade, ne? Ja, ich würde auch. Na, guck mal, da sind Fackeln drin. Das ist dieselbe, wenn es die von eben gerade ist. Ja, das muss die gleiche sein. Ach, ätzend. Ich dachte, jetzt finde ich irgendwie nochmal hier so völlig special noch was anderes. Aber ne. Ne, ist die gleiche Höhle. Ach, ich gehe wieder hoch. Na, das wird auch gehen. Obwohl, Sinn. Wir müssen sowieso noch. Ach, wir müssen noch warten, bis es Tag wird. Weil ich gehe jetzt nicht in der Nacht raus. Nee. Das kannst du ja mal voll vergessen. Ich geh mal so gucken, wie sieht's denn so aus? Gerade Nacht. Monster sehe ich nicht. Ja, aber es wird gerade Nacht, das ist viel zu gefährlich. Schön große Fenster. Jetzt können wir hier 8 Minuten sinnlos rumstehen. Sinnlos rumstehen in Dannys Kinderpuff. Stehen sie auch öfter sinnlos rum? Kommen sie doch einfach rum zum Dannys Kinderpuff. Hier wird alles genommen. Von 6 bis 18. Hier wird alles genommen, Alter. Ob dick, hässig oder fett. Boah, Alter. Oh. Oh Mann, zu klein gibt es nicht. Nichts ist zu eng. Ich wette, das Video wird gestrikt, ey. Ohne Spaß, ey. Aber es ist so lustig. Hey, wie der hier auch immer probiert, die Tür zu machen und reinzukommen. Er versucht auch in die Geht nicht. Tut mir leid. Jump run. Tut mir leid, Danny ist noch nicht da. Ach, ist er noch nicht? Stimmt, scheiße auch, Manno. Warte mal, Wims, ich muss mal das Jump'n'Run hier effizient machen. So, jetzt. Nein. Was ist denn hier oben noch? Guten Tag. Guck mal, der ist beim Drive-By drin. Steht ja der Pizza. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Drive and by. Jump'n'Run. Komm jetzt mal rein. Ich hab Angst, dass der draußen stirbt. Komm mal rein, Schatzi. Komm mal rein, Leute. Immer reinkommen.
Hallo und herzlich willkommen bei Tosny Bauunternehmen.